Frau Präsidentin, Ihrer emotionalen Rede ist mir eines aufgefallen. Sie haben auch eine kleine Kritik angebracht, dass die Politik nicht immer in Augenhöhe mit der Wirtschaft ist. Na, vor allem die Kontrollen sind nicht immer in Augenhöhe mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich weiß es aus eigenen, wenn du eine Prüfung hast, so entsteht immer der Eindruck, was ist denn jetzt? Und es soll ja so sein, wir alle wissen, Kontrollen muss es geben, aber es muss wirklich so sein, dass mir nicht von vornherein unterstellt wird, dass ich hier irgendetwas gemauschelt habe. Das ist das, was mich als Unternehmerin irrsinnig stört. Und ich finde auch, dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat und niemand ist perfekt, dass es da nicht sofort Strafen setzt, die heute überhaupt nicht für angemessen, sondern wenn ich einen Fehler gemacht habe, wo ich einen Schaden verursacht habe, okay, dann zahle ich. Aber dass ich sozusagen als Disziplinierungsmaßnahme eine Strafe kriege, mit denen kann ich nichts auffangen. Also das geht mir gegen den Strich. Ich habe auch Ihre Augen gefunkelt haben, und zwar bei dem Thema Lehrlinge. Niederösterreich hat eine sehr gute Quote. Wir haben eine sehr gute Quote und vor allem, ich bin sehr stolz auf unsere Jugend, weil wir hervorragende junge Leute haben. Das sieht man immer bei den Erfolgen, nicht nur jetzt bei den Euroskills, die ich angesprochen habe, sondern ich habe ja auch die Möglichkeit, mit den jungen Leuten zu sprechen, wenn sie ihre Lehrabschlussprüfung gemacht haben, wenn sie Landesbester geworden sind oder Bundesbester. Aber mir ist es auch wichtig, jungen Leuten, die sozusagen nicht immer ich war in der Schule nicht die Beste, nicht immer die Ersten sind, sondern dass ich auch jungen Leuten einen Motivationsschub gebe. Mir ist es auch wichtig, und das habe ich eingeführt, dass die Lehrlinge ins Ausland gehen. Wir haben eine Initiative Let's Waltz, ja, weil es mir wichtig ist, dass auch ein Lehrling neben seiner fachlichen Qualifikation auch die Chance hat, einmal zu schauen, wir leben in einem vereinten Europa, er soll auch Europa kennenlernen, er soll andere Mentalitäten kennenlernen. Und mein Großvater war Sattler im Waldviertel und damals war das so, dass die Meister am Ehrentisch gesessen sind bei den Notaren und Anwälten und Lehrern. Und ich wünsche mir, dass dieses Ansehen, was früher ein Handwerk, ein Unternehmer, ein Facharbeiter gehabt hat, ein Meister gehabt hat, dass wir das jetzt auch wieder schaffen. Ein Thema, das in der letzten Zeit Staub aufgewirbelt hat, war Ihre Idee des Handwerkerbonus. Ja. Ich werde immer wieder gefragt, was meinen Sie damit und was ist das eigentlich? Ja. Schauen Sie, es ist so, wir reden immer darüber, dass wir eine Schattenwirtschaft haben, dass kleinere Reparaturen immer durchgeführt werden von irgendjemandem. Und das finde ich auch noch für sich schade, weil es kleinere Arbeiten gibt, die aber auch sehr professionell durchgeführt werden müssen. Und darum denke ich mir, wenn man sagt, Ausgaben, die ich habe, bis zu einer Höhe von 6.000 Euro, kriege ich 20% Mehrwertsteuer rückvergütet. Dass das ein großer Anreiz ist, dass ich sage, ja, weil wenn ich mir das dann überlege, kommt mir der Handwerker billiger als ein Pfuscher und ich habe keinen Pfusch, sondern eine gut durchgeführte Arbeit. Wir als Wirtschaftstreibende, und ich kann gut rechnen, ich habe mir meinen Betrieb selber aufgebaut, weiß ganz genau, wenn ich was haben will, muss ich es auch finanzieren können. Und wir können es insofern finanzieren, weil ja dann mehr Geld zurückkommt. Weil auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie wir es 2009 gehabt haben, ist das Steuereinkommen, die Steuereinnahmen des Staates nicht gesunken, weil die Klein- und Mittelbetriebe fleißig gezahlt haben. Also drum ist es keine maßlose, überzogene oder irgendeine Wünsch-dir-was-Forderung, sondern ganz realistisch, um die Wirtschaft in Schwung zu halten und so wie man so schön sagt, eine Win-Win-Win-Situation. Der Auftraggeber hat was, der Betrieb was aus und der Staat hat Arbeit, weil er kriegt mehr Geld. Ich bedanke mich. Bitteschön.